Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir einen Düngerstreuer bekommen von Braedal oder Brandal, wie man es auch aussprechen mag. Den K195 von dem Autor Koyosho, ich glaube es richtig ausgesprochen, ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem Schwanenhals, aber ich glaube, jeder ist gemeint oder weiß, wofür der ist. Brandal K195 Standard 19.300 Liter, 24 Meter Arbeitsbreite, 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. 82.600 Euro Standard in der Anschaffung und 4.212 im Leasing. Wir haben 5 Config-Blöcke, und zwar haben wir einmal den Aufbau, den wir ändern können. Von klein mit 23.450 oder groß mit 27.600 Liter. Das war's. Dann können wir noch Waage zählen. Also können hier eine Waage einblenden. Reifenvariante haben wir Standard, Breitreifen, nochmal Breitreifen und Standard. Wie ihr seht, die Schutzbügel oder die Abdeckung gehen oder werden automatisch breiter. Dann können wir natürlich noch die Abdeckung, ja, nein. Streuer können wir natürlich den Standard lassen oder wir setzen hier auch den 6 Meter Streuer dran. Das geht auch. Dann habt ihr, wenn ihr den komplett aufgerüstet habt, einen Preis von 97.374 Euro in der Anschaffung und 4.966 im Leasing. Ich würde sagen, wir mieten den Kollegen mal. Entschuldigung. So. Gemietet haben wir den. Da steht er. Ist schon ein verdammt großer Streuer. Im Gegensatz zu den anderen. Also, texturmäßig kann man nichts sagen. Ist echt schön gemacht. Dann haben wir hier die Reifen 850/50 30,5 IMP. Unterlegkeile sind da, wo sie hingehören. Hier haben wir natürlich eine Rundumleuchte im Heck. Ganz normale Lichteinheit, Streubreite. Und wie hätte man das gedacht? Natürlich für den Xerion gedacht. Ich würde sagen, wir hängen uns den mal an. Angehangen, fertig. Dann machen wir einmal die Lichteinrichtung. Blinker links funktioniert. Blinker rechts funktioniert. Rückfahrlicht haben wir keins. Bremslicht funktioniert. Und natürlich die Rundumleuchte funktioniert. Auf Taste End können wir die Klappe öffnen. Ich würde sagen, wir schmeißen ihn einmal voll mit. Was habe ich jetzt geladen? Kalk, glaube ich. Ja. Kalk. Klappe könnt ihr ganz normal wieder zumachen. Die hinterste Achse ist gelenkt. Ich habe jetzt leider kein Feld, wo ich Kalk draufhauen kann. Aber wie ihr seht, verdammt wendig mit dem Streuer. Ups, war es nicht. Aber ansonsten ist es ein schöner Streuer. Und falls einer einen Xerion von euch gerne fährt, hat er jetzt natürlich auch einen Düngerstreuer oder Kalkstreuer, wo ihr mit Kalk streuen könnt. Ansonsten Taste X ist alles so geblieben. Auch die Streubreite hat sich nicht geändert. Nur das Design vom Streuer hat sich ein bisschen geändert.
Da die Waage 27.600 Liter sind drinne, zeige ich da unten auch an. Das funktioniert. Jetzt hauen wir noch einmal in die Lok. Die Lok ist natürlich fehlerfrei, also könnt ihr euch ruhig runterladen und könnt mit dem Xerion Kalk oder Dünger streuen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Mod. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video oder irgendwas Neues auf diesem Kanal passiert. Und ich bin mal gespannt, ob wir die 500 Abonnenten-Marke knacken. Wir sind jetzt bei 490 Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit hochkomme. Ein tausend Dank schon mal an euch. Ihr seid einfach Hammer. So macht es Spaß und würde es gerne weitermachen. Und zum LS22 werden auch Let's Plays kommen und auch Streams auf Twitch. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.